Sechs Punkte Spiel im Tabellenkeller. Die Schwenninger Wild Wings gegen den Meister, die Eisbären Berlin, gefordert nach zuletzt 4 Niederlagen in Serie auf Formsuche. Die Eisbären ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Vielleicht richtet es ja er hier. Verteidiger Brandon Gulli nach Gehirnerschütterung in der Champions Hockey League zum ersten Mal in der DEL im Einsatz. Und er sah diesen Unterzahl Konter Fiore und Frank Mauer. Aber Joachim Eriksson, Weltklasse in dieser Situation, klaut den Eisbären die Führung im ersten Drittel. Insgesamt wenig Vorzeigbares in der Anfangsphase. Es wurde viel Eishockey gearbeitet, aber dann legten sie los. Die Wild Wings mit den Spicks. Und Tyler, der Nutznießer, mit dem 1:0, 14. Spielminute. Das spielen sie aus bis zum letzten Moment, bis Tobias Andzicka wieder zwischen den Posten überhaupt keine Abwehrchance mehr hat. 1:0 Schwenningen. Und danach lief es für die Mannschaft von Harold Kreis allein zu bebildern über diesen Angriff. Host Trivelato, Traumpass, Tyson Spink, 2:0. Was ein Angriff. Dieser Sahnepass, Vorhand, Rückhand, Vorhand, Rückhand. Zwei, dreimal gemischt von Tyson Spink durch die Beine von Andzicka. Verladen der Innenpfosten hilft noch mit. 2 Tore Spiel für die Gastgeber, die dann noch mal kurz vor Drittelende im Powerplay ran durften. Karatschon und wieder die 96. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Was für ein Spektakel der Spink-Zwillinge. Tyler auf Tyson, 3:0, 2,1 Sekunden waren da noch auf der Uhr. Vorausgegangen die Schlägearbeit von Alex Karatschun zu diesem Treffer. Bediente Berliner Minen nach den ersten 20 Minuten deutliches 3:0. Aber es wurde besser, die Eisbären, sie kamen langsam, aber sicher wieder zurück in diese Partie, arbeiteten viel dafür, hier mit Nöbels, mit Hördler und dann der Anschlusstreffer, Zach Bojczak, 27. Spielminute. Es geht doch, wieder Nöbels, wieder Bojczak, mittlerweile mit 4 Spielen in Serie, jeweils Minimum an einem Tor beteiligt. Diesmal ist es Bojczak mit seinem 9. Saisontreffer. Joachim Eriksson das erste Mal geschlagen, aber immer noch der 2-Tore-Vorsprung für die Mannschaft von Harold Kreis nach 40 Minuten hinein in den Schlussabschnitt. Und er sollte nochmal aufregend werden. Wieder Überzahl für die Wild Wings mit Lajunen. Indrasius. Und was ein Pass. Für wen? Natürlich 96. Patrick von Tyson Spink. Was für ein Abend für ihn mit seinem 10. Saisontreffer. Bringt er die Wild Wings wieder auf 3 Tore davon. Zweites Powerplay-Tor und danach dieses Schmankerl von Mix Indrasis. Michigan-Style. Erstes DL-Tor. Und was für eines. Hier Karatschun noch weggearbeitet. Aber Indrasis nutzt die Gunst der Stunde, legt sich den Puck auf die Kelle und unterhalb der Latte rein damit. 5:1, 46. Spielminute. Die Vorentscheidung in dieser Partie. Aber es war noch nicht Schluss, denn Schwenningen hatte noch Lust auf mehr. Mit Trivelato, der Ex-Berliner zum 6. Gut 52 Minuten waren da gespielt und Alex Trivelato vollendet das Schützenfest der Wild Wings am bedauernswerten Tobias Andzicka vorbei. Hinein zum höchsten Saisonsieg. 5:1 hatten sie schon in München gewonnen. Jetzt sogar ein Tor besser. Spiel war aber noch nicht vorbei, die Eisbären. Sie versuchten viel, ihnen gelang wenig. Umgekehrt so bei den Wild Wings, aber immerhin noch ein Tor. Kevin Clark brachte die Eisbären mit seinem 9. Saisontreffer noch mal kurz heran. Aber viel mehr sollte dann auch nicht mehr gelingen für den zweifachen deutschen Meister. Zuletzt Joachim Eriksson hier auf der Stockhandseite ohne Abwehrchance. Und dann wurde es nochmal ruppig nach diesem Fall am Bäschen. Flogen die Fäuste mit Pfaffengut. Ellis, Betterhaar, einige blutige Wunden, die da versorgt werden mussten. Aber am Ende blieb es dabei. Schwenningen schlägt am Ende die Eisbären Berlin deutlich mit 6:2. Setzt ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf.
It was good. I think team effort, of course. We started good. We played good, and that's the reason at the score 6-2. So I think we played good, everybody. Ja, und dieses 6-2 hilft den Waldwings wieder vorbeizuziehen an den Eisbären Berlin, wieder Abstand zu gewinnen von der Abstiegszone. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.